oh, 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 oh. Wir müssen abbrechen. Abbruch, Abbruch, Tommy, Abbruch. Der Weg ist schwer für dich. Anders überlebt man das nicht. Wir sind völlig abgeschottet, Tony. Man merkt schon, es ist nicht einfach. Es ist absolut nicht einfach. Ja, wir sind hier auf jeden Fall in einer sehr verdächtigen Zone. Es tut weh, es zerrt. Es ist die Kälte. Wir brauchen eine Unterkunft. Es wird langsam dunkel. Oh, Scheiße. Was? Ja. Oh mein Gott! Guten Tag, Sie sind jetzt im Wald angekommen. Wir sind gerade dabei, alles auszukundschaften, unseren Spot auch zu erkunden. Ja, genau. Und wir haben schon die erste mögliche Nahrungsquelle entdeckt. Aber pass auf, es ist gefährlich hier. Vorsicht! Loch, nicht, dass du irgendwie umknickst. Wir müssen ganz vorsichtig sein. Wir wollen natürlich auch die Zeit hier schaffen, ne? Das ist ja ganz klar. Es ist aber auch tiefer Schnee, ja? Wenn ich dir das mal zeigen kann, hier ist der Schnee. Und ich sink hier schon. Ich sink hier schon richtig tief ein, ne? Ja. Wenn wir jetzt den passenden Köder finden, können wir natürlich damit Vögel anlocken und uns dann irgendwo hier auf die Lauer legen, ne? Das stimmt. Vielleicht da so. Ja. In den Busch oder so verstecken. Ja. Weil, ich meine, wir sind jetzt hier nicht lange in der Natur, in der Wildnis. Aber es bietet sich optimal an, ja. Wir brauchen auch Energie. Ne? Ja, es bietet sich optimal an. So, wir sind jetzt auf jeden Fall hier auf Spotsuche. Wir brauchen dringend ein Versteck. Oh, 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 oh. Sind das womöglich Tierspuren? Das könnten Tierspuren sein, ja. Wir dürfen nicht unser Spot hier auf so einem Wildpfad machen. Ja, ja, ja. Wenn denn so ein Fuchs vorbeikommt, während wir da pennen. Das ist... Wir melden uns wieder, wenn wir was haben. Ein bisschen nach links, glaube ich. Wir haben eventuell was gespottet. Nur der Schnee ist sehr, sehr, sehr hoch, ja. Also wenn ich hier mal das Experiment mache. Ja, der Schuh ist auf jeden Fall weg. Hier ist ganz klar Moos drunter. Siehst du, wie sich das mitbewegt hier immer? Das ist ganz komischer Untergrund. Wir sind ganz klar nicht alleine, ja. Guck mal, der Schnee ist richtig fest. Der geht hier nicht mal ab. Ah, nicht ganz, ne. Wie findest du den Baumstamm hier? Den könnten wir vielleicht als Sitz nehmen. Sitz, ja. Hast du Lust, den mitzuschleppen? Später, wir können ja wiederkommen. Wir können es den Spot merken. So, um hier mal eine mögliche Gefahr zu zeigen. Auf dem ersten Blick sieht man hier nichts. Aber wenn man hier genau guckt, ist ja ein Baumstamm drunter. Und du rutschst da schon weg. Und das Ding ist, der bricht auch weg. Ja. Aber ich finde jetzt auch keine Käfer auf Anhieb. Ja. Mal gucken. Ja. Jetzt. Wir müssen abbrechen. Abbruch, Abbruch, Toni, Abbruch. Was ist denn jetzt los? Ich dachte, wir sind in der Wildnis. Was war das für eine Sirene? Ich weiß es nicht. So eine Sachen gehören natürlich dazu, ja. Und jetzt auch die Mütze, um weiterzumachen. Müssen wir mal gucken, ne? Ja, wir ignorieren mal ganz kurz die Sirene. Also, wir machen weiter. Wir sind ja hier keine. Wir machen keine halben Sachen, aber der Weg ist schwer für dich. So, da hinten ist ein kurzer Berg, wo also, den sieht. Hoch. Noch muss man ja sagen. Noch ist man motiviert, ja. Noch ist man motiviert, ja. Mal sehen, wie lange es dir hält. Ohne Nahrung, ohne Trinken. Schöne Kiefer. Kann man auch gut als Brandmaterial nutzen, glaube ich. Als Zunder, ja, okay. Ja.
kann man sich merken. Die sind hier auf merken, definitiv. Vorsicht, rutschig, rutschig. Rutschig, gut. Definitiv merken, ja. Wir haben hier ein Zeichen von Zivilisation entdeckt. Hier könnte Leben drin sein. Mach vorsichtig, vorsichtig. Siehst du was? Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Da ist auf jeden Fall die Frage, gehen wir hier den Weg weiter? Oder kürzen wir ab, sparen uns vielleicht ein bisschen Weg, sind dafür schneller da? Aber das bedeutet natürlich auch mehr Kraftaufwand, deswegen. Ich würde schon sagen, schaffen wir. Geräte. Oha! Ja, wir sind hier definitiv nicht die Einzigen im Wald. Können wir mehr mitnehmen oder nicht? Könnte noch nützlich sein, ja. Wie ist das Terrain? Kommen wir da lang? Aber mach keinen Schritt, den du bereuen würdest. Wir sind ja natürlich auch im Winteroutfit unterwegs. Anders überlebt man das nicht. Leben Zecken im Winter? Leben Zecken im Winter? Nichts Riskantes machen, nichts Riskantes. Eine kleine Umdrehung, ne? Wir sind völlig abgeschottet, Toni. Der Berg ist komplett gelattet und voller Steine. Ich habe jetzt keine Lust mehr, hier irgendwie, mich so irgendwie zu verletzen. Aber die Aussicht, die sind halt mitten im Nirgendwo. Das sieht aus wie so eine Lichtung. Ich würde da vielleicht mal reingucken. Oh mein Gott. Oh, was passiert? Oh, fuck. Bisschen abgerutscht. Scheiße, mach vorsichtig. Ich mache hier einen kleinen Weg. In Wildfahrt. Ja, wir hoffen jetzt, dass da bei den Kiefern da dort hinten der Schnee nicht ganz so hoch ist, weil das nervt. Aber wir können ja den Winterdienst mal rufen. Vielleicht streuen die hier ein bisschen. Ich bin erschöpft schon. Also ich weiß nicht, ob ich das packe. Die Kräfte zerren an einem, vor allem wenn man jetzt so lange nichts gegessen hat. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Falls wir jetzt keinen Bach oder ähnliches finden sollten, werden wir dann einfach den Schnee schmelzen. Ist ja jetzt nicht das Problem. Wir schlagen uns jetzt hier rein. Geht's nicht gut. Ich versuche mal drauf zu halten, um auch die echten Probleme hier in der Wildnis zu verdeutlichen. Wir haben jetzt das Problem, dass die Socke sich nach unten rollt. Was ist denn das? Also es ist ja wirklich bodenlos, was hier passiert. Er krempelt. Okay. Ist das die Taktik? Es muss die Taktik sein, Toni. Es muss. Die sind jetzt schon seit, weiß nicht, mittlerweile locker 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Ja, mindestens. Am Suchen nach einem geeigneten Spot. Die kann ja auch nicht direkt filmen. Also. Ich bin froh, dabei sein zu dürfen. Muss ehrlich sagen, bei mir nagt es an den Kräften. Und die kalten Hände, die machen es einfach immer schwerer. Und jetzt kommt wieder der tiefe Schnee. Man sieht ja auch. Vorsicht. Wildwechsel, oder? Wildwechsel, Windfahrt. Merkst du, ob das eine warm ist? Kann man das spüren? Nee, kalt, kalt, alles kalt. Geradeaus weiter, meinst du, oder rechts? Ja, hier rein. Okay. Hindernis! Man merkt schon, es ist nicht einfach. Es ist absolut nicht einfach. Wir haben jetzt das nächste Problem. Wir wissen nicht, wie wir rüberkommen. Es ist schon. Können wir unten durch? Das ist ein starkes Problem hier. Oben drüber. Warte, was ist, wenn wir diesen Stock hier nehmen? Das nach unten drücken. Eigentlich sollte das funktionieren. Ich komme rüber. Man hat aber schon gesehen, dass das ein großes Hindernis ist. Ich versuche hier mal mit der Kamera ein bisschen was. Ich drück mal runter. Kommst du rüber?
Gute Idee, gute Idee. Ja, ich drück runter. Mach weiter. Okay, komm. Na? Ich komme. Ah, ja. Hab's. Puh. Ey, die Natur wieder, ja. Die stellt uns vor Herausforderungen. Und hier, um zu sehen. Oh, Alter, ist das schneeig. Was ist das? Ein sehr großes Tier aus, glaube ich. Bären. Wir wurden ja. Das könnten Fußspuren sein. Wir wurden. Ganz klar, guck mal. Hier, das ist. Ja, das ist ganz genau. Das ist ein Reh. Hinterer Abschnitt, der vordere Abschnitt. Und hier. Oh, jetzt bin ich in die Fußspuren gelatscht. Aber es ist ein Reh. Eine Kralle, die zweite Kralle, die dritte Kralle. Ja, safe. Safe, ich kann es dir mal ein bisschen genauer zeigen. Hier war's. Ja, wir sind hier auf jeden Fall in einer sehr verdächtigen Zone. Aber geht's nicht gut. Ja, man kann, glaube ich, ganz gut auch den menschlichen Verfall beobachten in so einer Situation. Es tut weh, es zerrt. Es ist die Kälte. Wir haben hier, dass wir gerade durch die Kälte noch ein bisschen mehr Wärme aufbringen müssen. Und wir sehen langsam, wir sind nicht die Einzigen hier. Das könnte natürlich ein Biber gewesen sein. Aber vom Nahrungsmuster auch, ja. Wir sehen ja hier, da muss richtig was reingegangen sein, ja. Oh Gott, es war waghalsig. Umgestürzter Baumstamm. Fuck, vorsichtig. Ich nehme deine Hand. Warte, es rutscht. Oh mein Gott. Es ist wieder eine der Herausforderungen, die ich meine, ja. Man, es ist hier nicht einfach. Wir brauchen eine Unterkunft. Es wird langsam dunkel. Scheiße. Das ist verrückt, ja. Was einem hier die Natur bereithält. Puh. Hier ist Kot. Kot? Ja. Kannst du reinpicken? Ist hart. Alter Kot. Keine Sorgen. Sah mir aber sehr pflanzlich aus, weil es so eine kräftige Menge war, ja. Ja, vor allem, wie man auch hier sehen kann, wenn du nach vorne filmst, zwei Spuren. Ja. Heißt, wir haben hier zwei größere Tiere, die ja öfter lang waren. 100%. Aber was sind hier, ist so groß? Und es muss ja ein Bär sein. Es kann nur ein Bär sein. Bär! Hast du was gefunden? Ich überlege gerade. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Nee. Oh, noch einer. Das ist unser Glückstag, verdammt. Bitte. Die sind verpackt. Da. Also, Guck mal, frisch. Ja, es lag im Schnee, das müsste frisch sein. Ist haltbar. Haltbar? Kann ich warten. Willst du es jetzt essen? Nahrung. Gott sei Dank hast du die jetzt gefunden. Ja. Auch in gewissem Maße ein Glücksfund, ja. Also. Ich wüsste nicht, wie lange ich jetzt durchgehalten hätte ohne. Ja. Nicht alles. Wir gucken weiter. Gönnen uns jetzt eine kleine Essenspause und dann muss es weitergehen, ja. Muss wohl, ja. Wir lassen jetzt den Stock erstmal da. Gehen ohne weiter. Aber zu viel Gewicht. Es ist. Kann den auch nicht mehr tragen, ja. Irgendwann. Und wir haben jetzt erstmal die Kalorien reinbekommen, aber man läuft die jetzt ja wieder ab, ja. Wir sind jetzt ein Stück weitergekommen. Also, es ist wirklich schlimm gerade. Alles ist wirklich schlimm. Psst. Hilfe. Wir müssen weiter. Ja. Oh mein Gott, Toni!